Willkommen zurück zu Dead Space. Ich befinde mich hier gerade im Büro von der guten Nicole Brennan, also von meiner Ische hier, ja. Und ja, sie ist nicht hier, was soll ich sagen. So, aber hier liegt ein Audiolog. Und da steht drinne, von wem ist denn das? Patientenlogbuch. Ah, das ist von ihr, und zwar über einen bestimmten Patienten. Transkript für Patientenname geändert. Dr. Brennan, okay, Diktat läuft. Ich werde Ihren Namen nicht in den Transkript aufnehmen. Jane Doe. Danke, das ist schwer. Es ist schwer, sich daran zu erinnern, was real ist. Hoppala. Jane. Da geht's los. Ihr Mentor aus der Kirche hat wieder mit Ihnen gesprochen. Jane Doe, er weiß, dass ich und meine Freundin gehen wollen. Ich kann es fühlen. In unserem letzten Seminar ging es um Ketzer. Es ging darum, dass jeder Unitologe, der die Kirche verlässt, ein Feind der Menschheit ist. Aha. Unitology kann sich um sich selbst kümmern. Es geht darum, was für sie richtig ist, sagt Dr. Brennan. Seien Sie vorsichtig, die Kirche nutzt den Tricks, wenn sie sich bedroht fühlt. Sie haben auch Neuropsychiater. Wenn man rauskommt, versuchen Sie Jane Doe, Dr. Brennan. Tut mir leid, ich... Was hat sie denn? Ist irgendwas passiert? Ich hatte eine Patientin, die... Ich habe versucht und ihr Sohn auch, aber sie... Mensch, beende den Satz doch mal. Ich werde für sie kämpfen mit allem, was ich habe und versuchen... Na gut, das bringt uns alles gar nichts. Hier wohnte auf jeden Fall die gute Dr. Brennan. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind eigentlich wegen was ganz anderem hier. Also da waren wir. Da ist auch noch ein Zugang, eine Tür. Sag mal, hier gibt es überall... Halt, da ist auch noch was. Nehmen wir. Was ist das? Gewebeprobe benötigt, um was zu tun. Achso, das war hier der Dr. Kain. Was mich jetzt persönlich irritiert ist, wo müssen wir denn hin? Warte mal, da waren wir. Wir müssen jetzt wieder in den Aufzug. Und ich glaube, an den Captain ran. Da war ja eine Leiche oben. Ganz locker bleiben. Da hinten. Wie komme ich da ran? Aber das ist immer noch zu. Da ist es immer noch... jetzt irritiert ist. Wir sollen einen komplett anderen Weg nehmen. Also wir sind hier offenbar falsch. Wobei es da unten noch weiter ging. Können wir uns da... Ich guck mich da mal um. Es ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Aber ich guck mich mal trotzdem da mal um. Irgendwo war hier nämlich noch ein Abgang, den wir nehmen konnten. Warte mal, hier. Da raus. Umkleideraum. Seht ihr, hier finden wir nämlich auch alles Mögliche. Was ist das? Ein Stase-Pack? Was ist ein Stase-Pack? Bringe Schemata zum Shop, um Gegenstände zum Verkauf freizuschalten. Okay, machen wir. Na. So. Also das Spiel scheint nicht mehr ganz so linear zu sein, wie ich es mir in Erinnerung habe. Hier mal einen Speicherpunkt auf jeden Fall erstmal speichern. Ja. Man hat hier scheinbar mehrere Möglichkeiten, durch die Ishimura durchzuwursteln. So, wir gucken jetzt erstmal hier in die Bank. Wir haben aber keine Knoten, ne? Das können wir im Prinzip knicken. Ja. Den Anzug haben wir ja schon gepimpt, ne? Stase-Energie haben wir mehr. Ja, können wir im Prinzip lassen. So, lass mal los hier. Da sind wir hergekommen. Dann gucken wir doch mal hier nochmal rein. Was steht da? Zentrum für biologische... Wie groß ist das Gebiet? Ah, nicht ganz so groß. Okay. Da ist schon wieder eine... Es ist gleich vorbei. Es ist gleich vorbei. Gleich ist vorbei.
Der arme kleine Racker. Angenehmes Ding. Gefällt mir. So, hier haben wir schon wieder Sicherheitsstufe 3. Super. Da könnten wir da rein. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Kukükchen. Okay. Ich höre da. Aua. Komm, mach das nochmal. Das ist noch so ein Ding, ne? Irgendwo ist noch so ein Ding. Ich hab's gehört. Oh, da. Haha. Ja, ja, komm. Komm, mach das. Mach das nochmal. Streck die Fühlerchen aus. So. Mein junger Freund. So, jetzt gucken wir uns erstmal ausführlich an, was hier... Das ist eklig. Das ist eklig. Noch ein Textlog von... Von wem auch immer. Schreibfehler. Das Exemplar 426 ist bereit zur Entnahme. Ich wollte gerade Alvarez benachrichtigen, dass er sich auf dem Krankenurlaub vorbereiten soll. Aber als ich die Datenbank überprüfte, sah ich, dass Leutnant Salve vorgezogen wurde. Ist das richtig? Alvarez steht schon seit 3 Monaten auf der Warteliste. Ich dachte, Armtransplantationen haben Vorrang vor einer Hornhaut. Hier ist dein Schreibfehler. Einer der beiden hat beim letzten Kauf CEC-Aktien gekauft und der eine nicht. Rate mal, wer plötzlich zum wichtigsten Personal aufgestiegen ist. Es lohnt sich nicht, dagegen vorzugehen, glaub mir. Und bevor du überlegst, eine Ethikbeschwerde einzureichen, denke an die weisen Worte von Hippokrates. Scheiße rollt bergab. Hat das Hippokrates gesagt? Bin mir nicht sicher. Hallöchen. Ich sag doch Hallöchen. Na komm, mach, 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 mach. Ist halt down. Da fliegt irgendwas. Nachladen. So. Jawohl, meins. Ich habe so den Verdacht, mir wird langsam die Munition ausgehen. Naja, ein bisschen haben wir noch. Wo zum Henker bin ich hier? Sanitäter duschen. Ah, guck mal hier. Aber wir sind hier, wie gesagt, komplett falsch. Aber das macht nichts. Ein bisschen erkunden geht immer. Was ist das hier? Aber was für eine Therapie? Gliedmaßenstimulation. Aha. Ach, guck mal, jetzt haben wir es geschafft. Ist das da der Captain? Vermutlich nicht. Ich mach den mal aus, ja? Was ist das hier? Schutzschalter. So, jetzt habe ich irgendwas in... Was haben wir hier? Schockpad. Also was brauchte ich doch, oder? Ich antworte nicht auf Ihren Bricklink. Wie ist dein Status? Hast du Nicole gefunden? Ihr Büro ist leer. Keine Spur von ihr. Aber ich habe ein Schockpad für die Barrikade gefunden. Ich brauche einen Hydrazintank. Beeil dich, Isaac. Mir gefällt nicht, was ich höre. So, finde ein Schockpad. Haben wir geschafft. Jetzt ist aber der Witz. Okay, jetzt kommen wir hier zum Hauptlabor zurück. Genau, jetzt müssen wir da lang. Jetzt lass noch mal ganz kurz gucken. Wir haben ja jetzt quasi einen Rundgang gemacht hier. Einmal quer durch die Gegend. Und jetzt gehen wir quasi den eigentlichen Weg, den wir gehen wollten. Haben auch wieder einen Knoten.
Ja. Mach auf. Danke. Da oben ist wer? Na, sag ich doch. Da! Wo kommst denn du her? Nein! Nicht Küsschen! Ohne Küsschen! Ohne... Ey, ey, ey! Mach ohne Küsschen! Ohne Küsschen! Mann! Ist ja ekelhaft. Der hat an mir rumgeknabbert. Stase aufladen. Irgendwo muss doch hier was zu plündern sein. Gibt's aber nicht. Warum nicht? So. Können wir das gleich auch nochmal nehmen, oder? Nee, komm, wir lassen es erstmal. Da ist nämlich noch was. Da ist auch noch was. Kusch, wer auch immer hier rumtobt. So, warte mal, da haben wir eine Bank. Da können wir zumindest in einen Knoten einsetzen. Durchatmen. So, warte mal, wo war denn der? Da ist zu, da ist zu. Da sind wir hergekommen, alles klar. Okay, wir haben alles unter Kontrolle. Jetzt gehen wir nochmal zum... Ach, das ist der Spiel, das ist gar keine Bank, das ist ein Shop. Was kann man denn hier kaufen? Schema, Gegenstand, sehr schön. Stase-Pack könnte ich jetzt herstellen, brauche ich nicht. Haben wir noch irgendwas? Nee. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, können wir nicht nehmen. Nee, das brauchen wir auch nicht. So, ich hätte gerne eine Bank, weil ich will meinen Knoten verwenden. Hm. Aber wir haben keine Bank. Aber wir haben zumindest einen Speicherpunkt. So, einmal speichern. Annehmen. Glücklich sein. War hier noch was? Nein. So, wo lang? Da lang. Ich brauche eine Bank. Laufe ich hier richtig? Ich glaube ja. Ja, sieht gut aus. Na! Da schwankt wer. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Immer mit dem... Ist okay. Ist okay. Ich respektiere das, aber trotzdem... treten wir mal drauf. So, was haben wir da? Stase-Aufladung brauchen wir gerade nicht. Bildgebende Diagnose. Ah, wir gehen zum MRT. Sehr schön. Ist mir viel zu offen hier. Ich bin eigentlich nicht offen für solche Dinge. Da ist was zum Angrapschen. Hier ist gar nichts. Aha. Hier ist was zum Schubsen. Hier treten wir auch mal vorsichtshalber. Halt mal, da ist was. Ich bin mir nicht sicher, was das da drin ist, aber... Ein Geld, das ist unglaublich. Da hoch. Na, na, wo?
Alter Stinker. Kleiner Racker. So ein Lümmel. Geht nicht. Warum geht das nicht? Weil wir nirgendwo Saft haben. Verstehe. Was ist das hier? Diagnose. Nein! Liegen bleiben. Das war ein irrsinniger Verbrauch von Munition. Da ist eine Bank, das ist immer gut. Meine Munition geht bedenklich aus. Noch ein Knoten, sehr gut. Hey. Ach, das kann man aufmachen. Und da sind auch wieder Dinge, die ich nicht aufmachen kann. Super, also wir brauchen definitiv Level 2. Wir brauchen definitiv ein höheres Sicherheitslevel. So, ich bleib mal beim Plasma, beim Anzug. Wir pimpen mal den Anzug. So, jetzt ist die Frage. Jetzt sehen wir natürlich nicht, was hier ist, ne? Was da zum Beispiel, was ist das? Stase-Zone ist wahrscheinlich ganz cool. Warum wir jetzt da nicht hinkommen, teilweise bin mir auch nicht sicher. Wir haben 2 Punkte, ne? Das heißt, mehr Gesundheit und die Stase-Zone ist vielleicht nicht schlecht. Einmal Stase-Zone. So. Da können wir nochmal Luft schnappen und dann gehen wir hier nochmal Gesundheit. Warum sehe ich nicht, was hier oben ist? Also, was hier über der Luft ist. Da sehe ich nicht, was da ist. So, Trefferpunkte. Was haben wir denn? 150. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Zurücksetzen. Was kostet denn zurücksetzen? Ich habe so den Verdacht, ich grade hier nur einen Anzug ab. Naja, wir werden es sehen. Besser erstmal einen Anzug upgraden als irgendwas anderes. So, das hier sind wir falsch, ne? Wo müssen wir denn hin? Kann mir das einer sagen? Da rauf, aber da geht's ja nicht rauf. Da geht es ja nicht rauf. Warte mal, was ist das denn? Aha! Aha! Aha. Ich bin schlau wie die Pest. Was ist das? Aufzüge, Türen. Erstmal Aufzüge. Türen können wir uns später drum kümmern. Tag. Guten Tag, der Herr. Ey, ich habe den... Ich habe den gestaset. Das hat ihn überhaupt nicht gekratzt, dass ich ihn gestaset habe. Meine Munition wird langsam, aber sicher. Ruhe, was ist das für ein Ding? Gefällt mir nicht. Ich gehe erstmal hier rüber gucken. Ich weiß, dass wir sollen dieses Ding da in die Mitte ziehen. Ich weiß. Keine Ahnung, wo dieses Viech ist. Da hinten ist nichts. So, pass auf, jetzt ziehen wir dieses Ding hier in die Mitte. So. Und jetzt harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Jeder Schuss ein Treffer. Warum finde ich keine Munition mehr? Aus diesem Lüftungsschacht, da kommt gleich einer raus. Pass auf. Ich brauche Munition. Ich krieg aber nur Geld. Geld regiert die Welt.
Meine Nase juckt. Stase aufladen. So, da geht's in die Imaging-Diagnostik und da geht's in die Zero-G-Therapy. Okay, und wir sollen eigentlich wohin? Wir sollen eigentlich dahin, dann gehen wir doch lieber hier hin. Textlog von Logbuch der Krankenstation Dr. Warwick, leitender Psychologe. Die Anzahl der Diagnosen wächst und wächst. Schlaflähmungen, Halluzinationen, Albträume, Paranoia. Ich bekomme Patienten von überall auf dem Schiff. Die Umweltanalyse, die Nahrungsmittel und die Strahlungswerte lassen keine Ursache erkennen. Ich muss zugeben, ich bin ratlos. Mercer sagt, er und Kain arbeiten. Also Mercer und Kain scheinen mir die Fiesen zu sein. An einer Hypothese, also behandle ich in der Zwischenzeit die Symptome, die sensorischen Deprivationsbehandlung in der Zero-G-Therapie-Kapsel bringen eine gewisse Besserung, aber die Anzahl der Patienten, die wir behandeln, macht mir Sorgen. Die Systeme sind alt und müssen überholt werden. Bei so vielen aktiven Kapseln besteht ein großes Risiko, wenn es dort unten einen schweren Stromstoß gibt. Aber nichts anderes scheint zu helfen. Ich nehme an, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ich gebe lieber ein kleines kalkulierbares Risiko rein, als Dutzende von Minenarbeitern und Ingenieuren mit schweren Maschinen Schaden nehmen. Lass mich raten, da sind wieder Kisten, die ich nicht öffnen kann. Jawohl. Ich kann, im Prinzip kann ich das gar nicht. Ah! Scheibenkleister! Drecksmist. Blöden Viecher. Ich hasse euch. So, ich wechsle mal kurz auf die Waffe, weil von der haben wir tonnenweise Munition. Ah, das war die Stase, okay. Ich habe es aufgegeben, mir zu merken, wo überall Sicherheitslevel-Türen sind. So, erstmal speichern. Im Prinzip können wir das ganze Level nochmal abgrasen später. Schwips. So, ja, da lang. Hier geht's ja auch nicht lang, ne? Ja. Ab in die Zero-G-Therapie. Ja, ist schon wieder einer. Level 2. Ja. Habe alles unter Kontrolle. Warum wird's auf einmal so leise? Nein, ich will ja nicht ins Vakuum. Zeigt das Rig die verbleibende Zeit an, bevor der Sauerstoff... Super! Aber ab ins Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Das auch noch. Toll. Aber wo kommt man denn hier jetzt hier raus? Da. Lauf. Lauf. Lauf, wohin gehe ich denn? Noch 60 Sekunden. Es wird langsam Zeit. Ach da. Okay. Habe ich jetzt wieder Luft? Nein. Jetzt. Hallo? Nutze die Stiefel, um in der Schwerelosigkeit zu... Ich will aber nicht schwerelos sein. Aha. Okay. Umsehen, WSD, bewegen, Orientierung zurücksetzen, Boost, neu orientieren, was auch immer das heißen mag. Muss man hier eigentlich irgendwo... Sieht man hier irgendwo was zum Einsammeln? Oh, ich habe ja schon jetzt völlige Orientierung verloren. Da ist was zum... Ist das nicht was zum Angrapschen? Das ist doch was hier... Wie mache ich das jetzt? Ah, so geht's auch.
So, haben wir noch mehr so eine Kisten hier? Da oben hin, okay, alles cool. Ich guck nur, ob wir irgendwo noch Kisten sehen. Wahrscheinlich seht ihr tonnenweise von diesen Kisten. Ich sehe allerdings im Moment gerade keine. Das liegt aber auch daran, dass ich die Orientierung komplett verliere, wenn ich hier so um mich herum gucke. Da bin ich hergekommen. Okay, cool. So, wir fliegen erstmal dahin. Oder dahin. Landen. Jetzt verstehe ich, was die unter Zero-G-Therapie meinen. Schwerelosigkeit deaktiviert. Sehr gut. Munition wäre geil. Nein. Ich dachte Munition. Ja, bisschen was zumindest. Was ist das? Ist das so ein Hydrazin-Tank? Yes, ich habe einen Tank und einen Zünder. Was passiert dort? Ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich gehe jetzt wieder zurück. Sei vorsichtig mit dem Hydrazin. Ich will niemanden mehr verlieren. Ach was, das bisschen Hydrazin. Da oben liegt noch was. Platziere die Sprengladung. Ja, mach ich gleich. Aber erstmal muss ich... Hallo? Nein. Genau das. So. Und jetzt wieder den ganzen Weg zurück, nehme ich mal stark an. Warte mal, da ist noch eine... Da ist noch eine Tür. Ein Spind. Und das ist Schwerelosigkeit aktiviert. Warum ist die Musik so dramatisch? Nein, da ist irgendwo. Irgendwo ist was. Da hinten. Da, du kannst... bleib einfach da, wo der Pfeffer wächst. Ich gehe. Nein, brauchst ja nicht schießen. So, ich gehe jetzt hier. Tschüss. Kannst du da... Nein, er kommt sogar. Hey. Wo ist der hin? So ein Schleimling. Irgendwas rumpelt hier. Was zur Hölle? Das ganze Schiff hat gewackelt. Ich sehe mir das an. Ja, sieht er das an. So, warte mal, wo war denn das jetzt hier? Wo ist denn der Ausgang? Ich muss nochmal kurz zurück. Ich sehe nämlich den Ausgang nicht. Geh nochmal zu, bitte. Oder muss ich da draußen fliegen? Ende des Vakuums. Ende des Vakuums. Das ist auch ein schöner Begriff. Muss ich hier fliegen oder was? Ich muss fliegen. Wohin denn? Warte mal, was ist das da? Sauerstoffauffüllung. So, und jetzt? Da lang. Da ist noch eine Kiste. Nehmen wir und raus hier. Warte mal, ist hier noch irgendwas? Nur mal so aus Interesse? Nee, ne? Nee, da war nur so eine Sauerstoff. Okay, raus hier, komm. Ah! Kusch! Mann! Lebt das Ding noch? Es lebt noch! Mann! Mann, sag mal! Glaub, es zeckt. Wie viel Munition haben wir in dem Ding noch? Darf ich mal bitte gucken? 375 ist okay. 273 meine ich. Ich weiß nicht, ob ich da runter...
Soll ich da runterspringen oder was? Nein, ich fliege lieber da runter, ist vielleicht besser. Gott, kaum bin ich aus der Kabine des Captains raus und Shen, das Ding, hat mich fast erwischt. Alles okay? Ich habe ihn in einer beschädigten Rettungskapsel eingesperrt. Der knurrt wie... Das ist Wahnsinn! Schnell, Isaac! Schwerelosigkeit deaktiviert. Sehr gut. Wer knurrt da? Ist das mein Magen? Noch ein Schema. Puh. Bin gar nicht aufgeregt. Wie es weitergeht und wie wir irgendwas in die Luft jagen, um irgendwas anderes zu entdecken, was wir gar nicht entdecken wollen, das sehen wir beim nächsten Mal hier auf der Ishimura. Haha, dem schönen Freizeiturlaub. Tschüssi, euer Mr. Fleck, bevor ich weiter Unsinn quatsche.